Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Santa Who Adventskalender von Banana Beauty, Mermaid and Me, keine Ahnung, was hier noch alles für Marken drin sind. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diesen Adventskalender habe ich für 149,99 € glaube ich gekauft, so um die 150 € war das. Bei Banana Beauty gab es den zu kaufen und da gibt es den immer noch. Das ist einfach eine Box und in dieser Box waren ganz viele von so wunderschön eingepackten, mega süßen Schächtelchen. Und ich bin einfach, ich freue mich drauf, den jetzt auszupacken, ne? Und ich würde sagen, wir starten mit der Nummer 1. Die habe ich, also ich habe mir die Boxen, also die Tütchen hier alle schon hingestellt. Und ja, das hier ist die Nummer 1. Oh ja, stimmt, Hello Buddy habe ich vergessen. Die sind nämlich auch noch mit in dem Bunde. Coco Day Detox Daily Face Cream. Ich habe wirklich Bock drauf, Hello Buddy mal auszuprobieren. 50 ml haben wir hier drin enthalten. Das dürfte auch eine relativ Full-Size sein, also eine Originalgröße, oder? Oh ja, ich mag nicht so gerne Kokos, aber hoffentlich riecht die nicht so sehr nach Kokos. Weiter geht es mit der Nummer 2. Ich finde es klasse, dass wir halt diese, ich weiß gar nicht, wie diese Heftviecher heißen, da dran sind. Die kannst du nämlich dann auch alle super weiterverwenden und den Adventskalender neu befüllen. Das mache ich ja immer so gerne. Und hier haben wir das erste Produkt von Banana Beauty mit dabei. Caramelita ist da die Farbe. Das dürfte dann ein Liquid Lipstick sein. Gucken wir uns nochmal aus der Nähe an. So schaut er aus der Nähe aus. Also eine richtig coole Farbe. Nicht dieses, es ist nude, es ist tragbar, es ist wunderschön. Oh wow, die Nummer 3 ist riesengroß und vor allem schwer. Und das macht ja meistens noch was aus. Okay, hier haben wir das erste Produkt von Mermaid and Me drin. Ich glaube, wir haben hier nur Full Sizes drin. Ich meine, gut, bei einem 150-Tacken-Adventskalender erwartet man das auch. 200 ml von der Avo in Love Mask Deeply Nourished Hair. Das ist richtig cool. Also das sind halt Marken, das sind so typische Influencer-Marken, ne? Wo du halt so fette Rabattcodes immer drauf bekommst und so. Und die Preise, die ich euch ausrechne, sind natürlich die UVP-Preise, die ich hinschreibe. Weil es gibt so viele Rabattcodes immer, aber trotzdem. Ich wollte die einfach immer mal wieder so auch ausprobieren, aber ich bin immer zu knieperig gewesen. Aber ich wollte die trotzdem mal ausprobieren. Deswegen freue ich mich drauf, die jetzt ausprobieren zu können. Weiter geht's mit der Nummer 4. Unser nächstes Banana Beauty Produkt kommt hier um die Ecke geflogen. Ladylicious steht hier drauf. Oh, ist das Nagellack? Das finde ich ja auch mal interessant. Yo, der Nagellacke von Banana Beauty habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das ist eher so ein auberginefarbener Ton. Mag ich gerne leiden. Ist jetzt nicht so knallebunt, wie ich das normalerweise ganz gerne auf meinen Nägeln mag. Aber ausprobieren werde ich den. Was erwartet uns wohl am Tag vor Nikolaus? Cool, in der Nummer 5 haben wir was von Cara Love drin. Ich glaube, da hat Nicole Chiquita's Place auch von geschwärmt von der Marke, von der Reihe. Shimmering Lip Balm, 14 Gramm sind hier drin enthalten von Hello Buddy. Und Lippenbalsam ist auch nie weg, ne? Das kann man auch gut gebrauchen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, womit ist dieses Cara-Gedönsen? Weiß ich nicht. Finde ich auf jeden Fall aufregend. Und 14 Gramm bzw. 15 ml ist für so einen Lippenbalsam aber hammerhart ganz schön viel. Cool. Oha, Let It Glow steht auf der Nummer 6 drauf. Mal gucken, wie uns Nikolaus zum Strahlen bringt. Banana Beauty Highlighter. Oh, ein Liquid Highlighter. Shim Shim Shady. Okay, 7 Gramm sind hier drin enthalten. Wie zeige ich das? So, da steht Banana drauf. Nee, nicht Liquid, das ist ein Stick Highlighter und schaut so aus. Und das ist so ein Champagner-Tönchen. Okay, auf jeden Fall eine coole Farbe. Passend zu Nikolaus, dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit der Nummer 7. Oh ja, hier ist auch wieder was von Hello Buddy drin, ein großes Produkt. Coco Fresh Detox Face Cleansing Foam. Ich mag Reinigungsschäume richtig gerne, weil ich mache ja auch Double Cleansing. 100 ml sind hier drin enthalten. Also ich mache erst Double Cleansing, dass ich erst einen abschwingenden Balm verwende, um mein Make-up aufzubrechen und runterzunehmen. Und dann emulgiere ich das Ganze mit Wasser unter der Dusche auf und reinige mein Gesicht dann nochmal danach mit einem Schaum oder mit einem Gelreiniger oder sowas, ne? Aber Schäume mag ich richtig, richtig gerne. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Fühlt sich sehr, sehr schwer an und möchte hier unten schon rauskommen. Oha, da ist ein bisschen was aufgerissen. Und hier haben wir ein Shampoo drin, Clear Citrus, Clean and Vitalized Hair von Mermaid and Me, 250 ml. Ist natürlich cool, ich mag nur überhaupt keine Zitrusdüfte. Das ist ein bisschen schade, da hätte ich mir lieber eine andere Reihe gewünscht. Ja, weil das riecht echt sehr, 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 sehr zitronig, ne?
Schade, echt schade. Über die Nummer 9 können wir uns hoffentlich freuen. Die ist sehr leicht. Da ist bestimmt irgendwie dekorative Kosmetik von Banana Beauty drin. Vielleicht so ein obligatorischer Kajal oder sowas. Get in line, baby. Basic bitch. Okay, das ist ein Eyeliner, den hatten wir letztens erst auch in einer Beautybox mit drin enthalten. Also das heißt, den habe ich auch schon da. Und den habe ich sogar schon doppelt da. Das ist einfach ein Eyeliner. Ja, also ein schöner Eyeliner, ein Filz-Eyeliner. Und der ist gut, den mag ich auch gerne leiden, aber da brauche ich nun wirklich keine 3 Stück von. Deswegen wird der auch dann demnächst mal verlost werden oder so. Aber ja, ist cool, ne? Theoretisch hätte ich ihn nicht da, würde ich mich da extrem drüber freuen. Auch die Nummer 10 ist wieder schön schwer. Da, also in diesen großen, schweren Viechern vermute ich dann natürlich immer dekorative, ach Quatsch, Pflege, Full-Size-Pflege. Und hier haben wir Coco Wow, die French Pink Clay Mattifying Face Mask mit 56 Gramm von Hello Buddy. Jo. Coco wieder. Schade, dass wir hier wirklich vor allem die Coco-Reihe drin haben, wobei das ja auch eher so das Aushängeschild ist von Hello Buddy, ne? Also cool ist es, auf jeden Fall. Ich mag halt echt keinen Kokosduft, aber gut. Vielleicht kann mich das ja auch eines Besseren belehren und ich finde es mega geil. Hier unten haben wir wirklich einen Glastiegel, was ich gut finde. Es ist schwer, es ist, ne, fühlt sich auch wertig an und ja, mal gucken. Weiter geht es mit der ersten Schnapszahl. Die Nummer 11 ist hier am Start. Und hier haben wir auch wieder ein Nagelprodukt von Banana Beauty Base and Top Coat Get Glossy Coat Duo. Ja, also ich verwende immer einen Top Coat und einen Base Coat, einfach damit meine Fingernagelgeschichten etwas länger halten. Klar, wenn ich jetzt irgendwie viel Kalender auspacke, ne, wo ich dann immer mit den Fingern dran wuseln muss oder wenn ich viel Hausarbeit mache oder oben am Renovieren bin oder so, hält es nicht so lange. Aber auf jeden Fall, also ich feiere das, ne, dass wir hier auch nicht so extra vagante Farben haben, in Anführungsstrichen, oder halt nicht dieses klassische Rot, das klassische Gedünsten, sondern halt, ja, so Sachen, die man halt auch dann wirklich ganzjährig verwenden kann. So, Halbzeit. Ui, die ist schön groß, ne? Mal gucken, was hier drin ist. Hui! Also, Problem von mir, aber das ist nur mein ganz persönliches Problem. Es gibt wenige Düfte, die ich nicht mag, aber da gehört Kokosnuss zu und da gehört Limette zu. Und hier haben wir halt super viel, was Limette und Kokosnuss angeht, vor allem Kokosnuss. Denn hier ist von Mermaid and Me schon wieder was mit Kokosnuss drin. Oh nein! Raw Coconut Conditioner Detangled and Hydrated Hair, 200 ml. Ja, wahrscheinlich werde ich hier bei Shampoo und Spülung einfach mal über meinen Schatten springen, einfach weil ich viel zu neugierig bin und einfach mal ausprobieren möchte, wie die Qualität von den Produkten so ist, ne? Ja gut, dann halte ich mir halt die Nase beim Duschen zu. Andere werden das sicherlich hart feiern. So, weiter geht es jetzt mit der Nummer 13. Da ist bestimmt was von Banana Beauty drin. Oh, Velvet Lip Mousse von Banana Beauty. Bold Type. It's time to glam up. Mhm. So schaut es aus. Das ist eine etwas andere Verpackung, ne? Lip Mousse spricht dann ja auch eher dafür, dass es eher trocken ist. Gut, hier haben wir eine relativ klassische Farbe. Das ist so ein Weinrot. Gut, wir gehen jetzt auch Richtung Weihnachten, dann ist es in Ordnung. Ja, tragbar. Die Nummer 14. Also mir gefällt es, dass wir wirklich diese Schachteln hier haben. Ich finde, das ist sehr, sehr schön gelöst und es bleibt alles so fein und es ist hübsch und es ist toll. Hello Buddy, 2% Hyaluron Hydrating and Plumping for All Skin Types, 15 ml. Das scheint so ein Serum zu sein und ich meine mich zu erinnern, dass es auch ein relativ neues Produkt ist. Es müsste dieses Jahr, glaube ich, auch recht neu da eingezogen sein. Ja, Hyaluronsäure-Serum ist auf jeden Fall eine coole Sache, wenn man so ein bisschen Feuchtigkeit der Haut haben möchte. Das ist schön. Die 15, oh ja, da haben wir wieder was von Mermaid and Me, ein Shine On Heat and Shine Spray for Shiny Hair mit 100 ml. Ja, sowas verwende ich ganz gerne so als nachdem ich geduscht habe, einfach in mein feuchtes Haar das reinzugeben. Jetzt ist ja auch wieder die Zeit, wo ich meine Haare auch ab und an mal wieder föhne, nachdem ich sie gewaschen habe. Noch traue ich mich wirklich dann abends meine Haare ungeföhnt zu lassen, aber immer wenn ich sie föhne, weiß ich halt, dass ich meine Haare schädige und das möchte ich eher ungern. Und ja, aber sowas wird mir auf jeden Fall helfen, um den Glanz zu behalten. Die Nummer 16 enthält von Hello Buddy ein Rose SOS Spot Treatment. Sowas mag ich ganz gerne. 15 ml haben wir hier drin enthalten. Ich liebe Rose. Oh mein Gott, liebe ich Rose. Und ich bin froh, dass wir jetzt auch wieder was aus einer etwas anderen Reihe von Hello Buddy finden dürfen. Und das machst du dir halt auf punktuell auf deine Pickel und Unreinheiten und was auch immer drauf. Und das soll halt machen, damit die schneller verschwinden. Und das finde ich gut.
Die Nummer 17 haben wir hier. Banana Beauty. Hier haben wir wahrscheinlich wieder Nagellack drin. Nanana Naked. Steht hier auf jeden Fall drauf. Ist die Farbbezeichnung. Das ist halt von der Größe und vom Gewicht her so, ja. Und das ist halt wirklich so ein Nude-Ton oder so ein bräunlicher Ton für die Nägel. Das ist überhaupt nichts für mich. Also das mag ich nicht gerne leiden, weil ich das einfach zu, ihr seht's, unbunt finde. Das ist nicht unbedingt was für mich. Was aber nicht heißt, dass andere das nicht mögen. Also ich weiß, dass viele diese Nude-Nägel total gerne mögen und tragen, ne? Ich halt nicht, aber ich bin auch nicht das Maß aller Dinge. Also von daher ist es eigentlich ganz schön, dass der mit drin ist. Vielleicht bekommen wir noch irgendwann so einen klassisch roten Nagellack. Ich hätte mir jetzt mittlerweile gewünscht, dass wir doch ein bisschen andere Produkte von Banana Beauty hier drin haben und nicht immer nur Nagellack, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember. All I want steht hier drauf. Alles, was ich will. Na, dann zeig mir mal, was du willst. Hier. Du willst Coconut Bay. Mein Hair Oil Boil von Mermaid and Me. Ja. Das soll Feuchtigkeit in die Haare geben, damit man kein Spliss hat und so. 30 ml haben wir hier drin. Ne? Coconut. Yay! Und der Duft bleibt auf jeden Fall drin. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Oh Mann, vielleicht ist es aber auch gut riechender Kokos. Ich weiß nicht. Ich mag nicht so gerne dieses künstliche Kokos. Die Nummer 19 enthält wahrscheinlich dekorative Kosmetik von Banana Beauty, weil sehr leicht. Und wahrscheinlich auch kein Nagellack, weil sehr leicht. Lipbutter. Okay, wir haben wieder was für die Lippen hier drin. Oh, Hun. Okay, ja, eine Lippenbutter. Ach so, was ist das? Mhm. Auch eher so ein, Mauve-Ton oder so. Halt eher zurückhaltender und nicht knallig rot. Hat dann bestimmt auch noch irgendwie, ja, Hydrating steht hier auch noch drin. Pflegende, getönte Lippenbutter. Ja. Die Nummer 20 ist schön groß. Da haben wir wieder bestimmt was Großes von Hello Buddy drin. Würde ich mir so denken. Nee, tatsächlich. Von Mermaid and Me ist es ein Warm Breeze Click Blow Dry Spray. Also quasi ein Trockenshampoo. 120 ml sind hier drin enthalten. Ja, also Trockenshampoo verwende ich persönlich nicht. Aber ich weiß, dass viele andere das gerne verwenden. Ich nicht. Ich bin da raus. Die Nummer 21. Hier erwartet uns sicherlich unser roter Nagellack, oder? It's the most sparkly. Okay, hä? Hier sind auf jeden Fall so Sternchen auf dem Banana Beauty Logo mit drauf. Dann wird das doch ein Glitzernagellack sein. Ja, sowas kann man schön als Topper verwenden. Das finde ich aber ehrlich gesagt auch schön. Ist furchtbar abzuschminken vor allem, abzumachen. Aber sehr cool mit diesem Goldglitzer. Das sieht schon richtig, richtig weihnachtlich aus. Die Nummer 22 ist jetzt die letzte sehr, sehr große Geschichte. Oh, Mermaid and Me. Wild Hibiscus Clay Mask. Ja, Clean Scalp and Shiny Hair. Ich glaube, sowas hatte ich schon mal. 200 ml sind hier drin enthalten und das ist halt zur Reinigung der Kopfhaut. Also wirklich eine Kopfhautmaske. Und das muss ich mir nochmal ganz genau durchlesen, wie man das anzuwenden hat. Auf die trockene Kopfhaut drauf, also wirklich vor dem Haare waschen und so weiter. Und da freue ich mich richtig drüber. Finde ich toll. Das finde ich richtig toll, ja. Der Tag vor Heiligabend. Meistens hat man da noch so ein bisschen Zeit, um durchzuatmen, zu pflegen, vielleicht die letzten Vorbereitungen zu machen. Aber man kommt schon so ein bisschen in diese ganze Besinnlichkeit rein. Und passend dazu hat uns Hello Buddy hier die Cara Look Illuminating Eye Cream reingepackt. 15 Gramm, damit wir auch mit einem strahlenden Blick Richtung Weihnachten uns bewegen. Ja, ist cool, definitiv. Also eine Augencreme kann man auf jeden Fall gebrauchen. Finde ich auch schön und passt zur Gesichtspflegereihe. So, Wetten werden noch angenommen. Was ist in der 24? Also sie hebt sich schon mal farblich ein bisschen ab. Es ist sicherlich ein Produkt von Banana Beauty, weil das ist ja der Verursacher des Adventskalenders. Und ich würde mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, hier ist bestimmt eine Mascara drin von Banana Beauty, oder? Ich denke. Also würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Und sie hat recht. Die Volume Mascara, die müsste ich auch schon da haben. Volume Up ist da die Bezeichnung. Schaut so aus. Ist halt eine ganz klassische Mascara halt, ne? Ja. Er stellt nicht scharf. Gut. Da steht auch nur Banana Beauty drauf und es ist eine matt-schwarze Verpackung. Ja, gut. Ist jetzt nicht so überraschend gewesen, oder? Fazitieren wir diesen Adventskalender. Also, an und für sich sind hier richtig geile Produkte drin und ich denke auch warenwerttechnisch liegen wir ganz weit auf. Aber ich persönlich
würde die Produkte, die da vorne stehen, nicht für 150 Euro kaufen, weil ich relativ viel davon schon da habe. Wir haben recht viele Nagellacke hier mit dabei, wo ich mir denke, das muss jetzt nicht unbedingt dann sein. Da hätte Banana Beauty noch so ein bisschen mehr aus deren Sortiment verschiedene Produkte hier reinpacken können. Die haben echt ein großes Sortiment mittlerweile. Was ist das denn, ne? Dass wir halt diese Coco-Reihe mit 3 Produkten oder 4 Produkten sogar vertreten haben von Hello Body, ist man so. Ich glaube, das ist die feuchtigkeitsspendende Reihe und die ist auch meist verkauft, also von daher passt das schon. Mermaid & Me-Produkte finde ich persönlich am interessantesten bei diesem Adventskalender, auch wenn ich mir bei dem einen oder anderen Produkt einfach die Nase zuhalten muss, wenn ich sie verwende. Aber damit komme ich klar. Bringt mich ja nicht um. Ich persönlich hätte hier vielleicht so ein bisschen mehr Kabum mir gewünscht. Für 150 Euro. Da bin ich wirklich ehrlich, ne? Ja, wir werden einen krassen Wert haben. Safe, ja, werden wir. Aber ich finde den trotzdem nicht so hammermäßig, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Da bin ich nämlich auch sehr gespannt drauf. Und ja, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!